Hallo und herzlich willkommen zu unserem Best-of aus dem Jahr 2013. Starten wir mit dem 100-jährigen Jubiläum der Westerwaldbahn. Hier sehen wir den Zug, gezogen von der 52-81-34 der Eisenbahnfreunde Bestdorf bei der Fahrt durch Feuerfeld. Die Strecke, die sonst nur für Güterverkehr und Bergstadtfahrten genutzt wird, steigt bis zum Endbahnhof Binsweide stetig an. Nur die Pferde im Hintergrund finden nicht wirklich Gefallen an der guten alten Dampflok. Hier in Weißelstein wurde der Zug sogar von einem Helikopter in der Luft verfolgt, wie man gleich deutlich hören wird. An diesem Tag fanden gleich 4 Pendelfahrten zwischen Scheuerfeld und Bindweide statt. Leider dampft es hier nur noch selten. Die 52-81-34 bekam während der Veranstaltung leider Probleme mit dem Zylinderhelm, die sich nicht mehr richtig schließen ließen. Thank you.
Überall wurde den Zug auf der Strecke aufgelauert. Kein Wunder, hörte man die Lok doch noch in Kilometer weiter entfernt. Die vielen unbeschrankten Bahnübergänge und der schlechte Zustand der Strecke machten eine Verfolgung des Zuges sehr einfach. Beträgt doch die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke ganze 30 km/h. Auch die Fotokurve in Steinebach war bei jeder Fahrt sehr gut besucht. Bei der Einfahrt in den Endbahnhof Windweide wird der Zug schon freudig von vielen Fans erwartet. Verlassen wir nun den Dampfzug, bleiben aber noch ein wenig bei der Westerwaldbahn. Hier sehen wir einen typischen Güterzug auf der Strecke bei Weißenstein. Die Wagen sind für die Firma Schäfer in Weitefeld bestimmt. Die Westerwaldbahn besitzt zwei Maschinen des Typs DH1004 mit einer Leistung von je 1030 kW.
Hier sehen wir eine der Überführungsfahrten zur Werkstatt auf der Bindweide. Die Fahrzeuge der Hellertalbahn und Dardetalbahn werden hier regelmäßig auf Herzenieren geprüft. Als Reserve hält die Westerwaldbahn noch die beiden V26 Dieselloks betriebsfähig. Im Sommer letzten Jahres waren die beiden Loks gleich an mehreren Tagen zwischen Scheuerfeld und Weitefeld, dem heutigen Ende der Strecke, unterwegs. Seit 1956 verrichten die beiden zuverlässig ihren Dienst. Mit einer Leistung von je 260 PS gehören sie allerdings nicht gerade zu den stärksten Loks im Westerwald. Eine grüne Umweltplakette erhalten die beiden wohl heute eher nicht mehr.
Im Februar 2013 kam es zu einer ganz besonderen Sonderfahrt. Ein dreiteiliger Schienenbus war auf den schönsten Strecken im Westerwald unterwegs. Unter anderem führte die Fahrt über die Dadetalbahn. Nun sollte die Fahrt noch weiter über die Stammstrecke der Westerwaldbahn führen. Zu Fotozwecken wurde die V26-Rolle zugespannt. In den folgenden Szenen erleben wir das Gespann auf ihrem Weg zu Bindweide. Oben angekommen wurden die beiden Loks umgehangen. Nachdem alle Fotos im Kasten waren, ging es zurück nach Scheuerfeld.
An dieser Stelle endet der erste Teil unseres Rückblicks. Vielen Dank fürs Zuschauen.